bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch eine Tinte vorstellen, und zwar von der Firma Noodlers aus den Vereinigten Staaten. Und die Tinte heißt Heart of Darkness. Ich will euch dazu dann so ein bisschen die Tinte beschreiben, die Verpackung beschreiben, auch so ein bisschen was über die Firma Noodlers erzählen. Dann habe ich im Internet dazu eine interessante Geschichte gelesen, die will ich euch auch nicht vorenthalten. Und zum Abschluss möchte ich dann mit euch zusammen eine kleine Schreibprobe mit dieser Tinte machen. Also lasst uns beginnen und wir schauen uns die Tinte mal an. So sieht sie aus, die Noodlers Tinte, wenn ihr sie bekommt. Diese Verpackung, und dafür ist Noodlers eigentlich bekannt, für große Mengen und für einfache Verpackungen, ist immer identisch, soweit mir das bekannt ist, bei dieser Größe. Wir sehen hier 4,5 Unzen, das sind ungefähr 130 Milliliter. Ich habe dafür bezahlt zwischen 17 und 22 Euro. Das hängt ein bisschen von der Farbe ab, weil hier in Deutschland ist es ja so, ich kaufe die ja nicht direkt bei Noodlers, sondern ich kaufe die bei einem Importeur, und insofern bin ich da ein bisschen abhängig von den entsprechenden Preisen. Ja, hier oben auf dieser Pappschachtel, ganz einfach gehalten, Cowboy-Stiefel, Cowboy-Hut. Vorne Noodlers Inc. TM, Trademark. Dann ist hier ein Fisch drauf, ein Wels mit diesen Barthaaren. Da reitet ein Cowboy drauf, wie bei einem Rodeo. Und hier unten der Hinweis auf die Website von Noodlers. Drehen wir sie mal rum. Hier ist nochmal der Wels. Hier sieht es so aus, wie hätte der Wels irgendwie Menschen da gefangen. Hat da eine Strichliste gemacht. Auch sehr makaber irgendwie. Dann ist hier hinten der Importeur drauf, über den ich das bekommen habe. Hier steht nochmal drauf, Made in USA. Hier kann ich auch nicht so richtig einschätzen. Ein Wels, der irgendwie spuckt auf einen Menschen. Im Lendenschurz, so sieht es aus, mit irgendetwas in der Hand. Auch hier oben nochmal der Hinweis, Noodlers Inc. Ja, so sieht die Packung aus. Und dann werden wir sie mal aufmachen und mal die Tinte rausholen, die ich euch heute zeigen möchte. Stellen wir die Packung erstmal nebenhin. Das ist sie. Hier oben überschrieben Noodlers Inc. Hier nochmal die 4,5 Unzen erwähnt. Das sind also diese 130 Milliliter. Und die Tinte heißt The Heart of Darkness. Hier unten etwas in Französisch. Ich hoffe, das kann ich einigermaßen richtig aussprechen, da ich des Französischen nicht mächtig bin. Au cœur des Ténèbres. Und das heißt übersetzt im Herzen der Finsternis. Eternal. Noodlers ist auch dafür bekannt, dass sie ganz bunte Etiketten machen. Das habt ihr sicherlich schon gesehen. Ich drehe es jetzt einfach mal hier so rum, dass ihr das sehen könnt. Ja, und so sieht die Flasche aus, was ich sehr praktisch finde. Hier kommt gleich die Pipette mit. Man braucht also keine extra Pipette, um hier Tinte aus dieser großen Flasche zu nehmen. Ist eine Glasflasche. Sieht alles sehr dicht aus. Ja, gibt es wenig mehr zu sagen. Und die typischen, und wie gesagt, das typische Noodlers Ink Etikett, immer sehr bunt und farbenfroh gehalten und dennoch einfach gestaltet. Flaschen sind auch immer ähnlich mit Pipette. Also man hat sozusagen alles beisammen, wenn man damit arbeiten möchte. Ja, jetzt hier zu dieser Tinte. Da habe ich im Internet eine Erklärung oder eine Geschichte dazu gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar The Heart of Darkness, das ist eine Tinte, die hat Noodlers nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo in Paris, der war am 7. Januar 2015, herausgebracht. Und früher hat Noodlers diese Größen vor dieser Tinte zum gleichen Preis verkauft, wie sie es auch heute noch tun. Und nach diesem Anschlag
haben sie, wie gesagt, diese spezielle Tinte, ein tiefes Schwarz, das werde ich euch nachher noch zeigen, wenn wir einen kurzen Schreibtest machen, herausgebracht. Und sie haben noch etwas gemacht und das will ich euch auch noch mal zeigen. Sie haben hier einen Füllfederhalter mit dazu beigelegt. Ein ganz einfaches Modell. Und hier könnt ihr es, glaube ich, auch schon sehen. Hier steht drauf Charlie. Und hier Noodlers Ink. Ja, und das haben sie gemacht, wie gesagt, diesen Füllfederhalter, diesen einfachen Füllfederhalter. Ich schraube ihn für euch mal auf. Das ist ein Eyedropper. Einfach gehaltene Feder. Noodlers Ink Corporation. Dann auch wunderbar hier. Da würde ich euch ein bisschen Silikon empfehlen. Wenn ihr das dann macht, hier habe ich den schon mal vorbereitet. Seht ihr hier auch. Ja, damit er auch wirklich dicht ist, könnt ihr hier aufschrauben und könnt ihr dann mit der Pipette hier befüllen. Und wie gesagt, das gilt natürlich nur für Amerika, weil hier sind wir ein bisschen davon abhängig, wie der Importeur das preislich regelt. Da ist es so, dass die Preise von Noodlers mit diesem Füllfederhalter Charlie gleich gehalten wurden. Wir können uns nochmal die Kappe anschauen. Kappenkopf, schwarzer Kunststoff. So ein leichtes Grün, Blau-Grün. Silberner Abschlussring an der Kappe. Ja, also jetzt keine wesentlichen Besonderheiten, ein einfach gehaltener Füllfederhalter. Aber ich finde sehr schön, hier diese als Beigabe bei gleich beibehaltenen Preisen dann mit reinzulegen. Legen wir auch mal hierher. Dann kommt in der Packung noch was mit. Muss ich euch noch mal zeigen. Das ist jetzt hier ein bisschen an den Boden gefallen. Das sind zwei Zettel. Und zwar einmal, da geht es um die Noodlers Federn. Hier noch mal ein bisschen was erzählt. Die kann man sich da auf der Website noch mal anschauen, die Kalligrafiefedern. Das ist der eine Zettel. Und hier ein anderes Noodlers Modell noch mal dargestellt. Auch ein Eyedropper. Mit ein bisschen Geschichte zu Noodlers und hier hinten drauf die Standardfarben auch in der entsprechenden, ja, ich sag mal, kleinen Darstellung. Ganz interessant. Ich gehe es noch mal langsam durch, damit ihr das sehen könnt. Also zwei kleine Beigaben noch mit viel Information zur Firma Noodlers. Okay, das war auch schon die kurze Geschichte zu dieser Tinte, wie ich sie im Internet gelesen habe. Kann ich mich natürlich nicht für verbürgen. Ich habe mit keinem von Noodlers Inc. darüber gesprochen. Aber ich denke mal, die Indizien deuten eindeutig darauf hin, dass es in diesem Zusammenhang steht. Okay, dann werden wir jetzt zum Schreibtest kommen. So, dann werde ich euch die Tinte mal vorführen. Ich habe die vorhin hier eingefüllt. Sieht man hier schon ein bisschen am Griffstück in den Hongdian A3. Da könnt ihr eine Rezension zu diesem Füllfederhalter bei mir auf der Website und auf meinem Kanal bei YouTube finden. Also, die Tinte, die ich euch heute vorgestellt habe, ist von Noodlers. Ink, und zwar ist der Name Heart of Darkness. Das Papier, auf dem ich hier schreibe, ist Clairefontaine. DCP 160 Gramm. So, dann schauen wir mal, wie sich hier die Tinte verhält.
Also, so ihr seht, es ist ein ganz tiefes Schwarz. Das passt ja auch zu der Geschichte, die ich euch erzählt habe, so wie ich es im Internet gefunden habe. Da gibt es sonst wenig mehr dazu zu sagen. Also ein ganz, ganz tiefes Schwarz. Ja, danach will ich euch nochmal zeigen, wie wir mal einen kleinen Farbtest machen. Ich habe mir so ein Heft von Clairefontaine im Format DIN A4 besorgt. Da mache ich einen kurzen Tintentest mit all meinen Tinten, die ich verwende. Und das will ich euch im nächsten Schritt dann zeigen. Hier das Heft, was ich mir angelegt habe. Ihr seht hier schon, hier habe ich schon eine Tinte getestet. Eine von Hero Dux Nummer 404 vor einiger Zeit. Und hier mit so einem Papierstreifen mache ich das. Und das will ich jetzt hier auch probieren, wobei ihr gleich sehen werdet, die Öffnung hier oben, die ist ein wenig dünn. So, mal schauen, dass wir diesen Papierstreifen da hineinbekommen und dann auch schön aufs Papier. Mal schauen, ob uns das so gelingt. Es gestaltet sich erstmal schwierig, aber hier haben wir schon ein bisschen Tinte raus. Dann gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein. Okay. Stellen wir das mal an die Seite. Dann werden wir das mal hier aufsetzen. Ja, leider wird das jetzt nicht mehr so gut. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen nachhelfen, dass das hier wieder drauf passt. Dann ziehen wir das mal hier so rüber. Wie schon gedacht, dass es nicht so richtig gut wird, weil ich diesen Papierstreifen eben entsprechend auch falten musste. Na gut, kann man nicht ändern. Die Öffnung ist halt sehr klein bei der Noodlers Inkflasche. Und ja, so sieht sie aus, die Tinte. Und die ist auch relativ schnell trocken. Das ist hier auch ein Heft von Clairefontaine. Das ist auch mit sehr gutem glatten Papier. Also insofern, wenn ihr hier das mal so ein bisschen vergleicht, ist ähnlich wie bei der Hero, aber hier ist es noch ein bisschen dunkler, noch ein bisschen satter die Farbe. Ja, so viel dazu, auch wenn das hier so ein bisschen, ich sag mal, dann sehr schmal ausgelaufen ist. Das geht wegen der Konstruktion der Flasche nicht besser. Dann werden wir das hier noch beschriften. Okay, dann war es das hier mit der Vorstellung der Noodlers Ink Heart of Darkness und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Ink Up Your Pen.